Holadriel! Hoche! Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video letzte Woche, wo ich mir Werbespots angeguckt habe. Und das ist tatsächlich seit langer Zeit das erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich denke, ein Applaus ist auf jeden Fall was wert. Ja, also da kann man mal applaudieren auf jeden Fall. Aber bevor es weitergeht, da war ja noch was, ne? Ne? Hier, warte, die Auflösung vom Rätsel der letzten Folge. Alle Werte im grünen Bereich. Ist der Lügendetektor in Ordnung? Das können wir ja mal testen. Und jetzt lügen Sie mal. Es gibt günstigere Optiker als Fehlmann. Brille Fehlmann. Gott, was ist das denn hier? Bin ich allergisch oder was? An der Stelle muss man dann auch nochmal Props raushauen, ja? Also, großes Dankeschön an alle Kanäle auf YouTube raushauen, die die Scheiße digitalisiert haben und hochladen. Wie zum Beispiel hier der Fernseh-Heini. Großartige Arbeit, da lasse ich das Wasserzeichen noch gerne drin. Vielen Dank. Sind wir ein bisschen traurig, dass wenn man sich an Ray Charles zurückerinnert, nicht an seine großartige Musik denkt, sondern an seine letzte Pepsi-Light-Werbung. RIP. Hallo, liebe Hundefreunde. Wenn Ihnen das Wohlbefinden Ihres Hundes am Herzen liegt, dann achten Sie auch auf ausgewogene Vollnahrung. Bei Bonzo Komplett sorgt die Bonzo Ernährungsforschung dafür, dass es genau auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt ist. Mit 9 Sorten kernigen Getreide und Vitamin... Warum kippen die da so viel rein, dass die Scheiße überquillt? Und jetzt setzt Milka Lila Pause noch eine drauf. Die neue Milka Lila Pause Vanilla Nut. Locker leichte Vanillecreme mit Haselnussstückchen in zarter Milka Alpenmilchschokolade. Die neue Milka Lila Pause Vanilla Nut. Tatsächlich habe ich jedes Mal, wenn ich mit meinem Opa tanken war, so einen Erdbeer-Lila Pause-Riegel gekriegt. Die gibt's auch immer noch, aber heißt die noch Lila Pause? Boah, ist aber. Quark. Die Erdlinge behaupten, man hört fast keinen Unterschied zwischen einer CD und dieser BASF Chrome Maxima. Diese Erdlinge. Lasst mein Volk entscheiden. Ist es ernsthaft der traurige Versuch, die Kassette wieder irgendwie gegen die CD antreten zu lassen? Zu spät. BASF Pro Maxima 2. Verdammt nah an der CD. Hey Leute, hier, nehmt die neueste Technologie. Es ist unfassbar, wie viel da drauf passt und was für eine gute Qualität das hat. Und es stellt alles andere in den Schatten, was bisher da war. Hallo, wir stellen Kassetten her. Das klingt fast genauso wie eine CD. Kaufen Sie unsere Kassetten. Selten zuvor wurde ein Auto. Boah, Alter, ey, Autowerbung ist so langweilig. Langweilig. Ohne Scheiß, ich habe letztes Mal einfach jede Autowerbung rausgeschnitten, weil jede Autowerbung einfach so dermaßen langweilig ist. Ja, toll, tolles Auto. Das Auto ist genauso gut wie alle anderen Autos aus der Zeit, weißt du? Ja, wow, das ist Primera. Er fährt im Kreis. Die Technologie hat nicht nur den Weltraum erobert, sondern auch den Raum zwischen ihren Zähnen mit dem Interplak-Zahnbelag-Entfernungsinstrument. 10 Borstenbüschel rotieren 4200 Mal pro Minute um ihre Zähne. Interplak. Zur Gesunderhaltung ihrer Zähne. Es gibt so wunderschöne deutsche Wörter. Interplak gehört aber nicht dazu. Wir von Alpia, wir stecken ja lieber jede Mark in die Schokolade und keine Mark in die Werbung. Und jetzt haben wir festgestellt, das Teuerste an der Werbung ist immer die Sendezeit. Tschüss! Das ist mit einer der besten Werbespots, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die haben nicht mal das Produkt beworben. Großartig. Das ist Werbung auf hohem Niveau. Abracadabra. Oh, ich vertausche die Hüte, aber die Karten bleiben dieselben. Hm? Ich zaubere mit Milky Way. Milky Way mit tollen Zaubertricks. Warte, was? Da war so viel Geiles gerade bei. Das ist Alfred Hyrokus Quack, Mann. Das habe ich so geliebt als Kind. Und es gibt verdammte Scheiße nochmal Milky Way Aufstrich. Was ist denn hier los, Junge? Warum gibt's das alles nicht mehr? Was habe ich verpasst in meinem Leben? Herr Emmerich, Sie demonstrieren uns heute die Reißfestigkeit der Erfurt Raufaser? Genau. Mhm. Wow. Nun zur Sache, Herr Emmerich. Die hält richtig was aus. Was ist das denn, Alter, Herr Emmerich? Reißen Sie mal eine Tapete. Wupp. Die hält ja richtig was aus. Wenn ich mal irgendwann den Regen tapezieren muss, dann hole ich mir die, Alter. Kaiser Nougat von Sacher. Oh, Nougat. Raffinierte Praline-Kunst nach Wiener Art. Sacher. Der Anfang einer großen Leidenschaft. Du willst, das schaffst du schon. Bringst Leistung durch Konzentration. Mit Vitamalz liegst du da richtig. Energie und Geschmack sind heute so wichtig. Mit Vitamalz liegst du da richtig. Trink mal
das wäre du, Hurensohn. Wir haben bisher viel zu wenig gesungene Werbung gesehen. Ich vermisse so diese Barbie-Werbespots. Barbie, du hast ein neues Auto. Sie fährt mit dem Auto durch die Stadt und das ist geil. Da brauchen wir Barbies Zaubertraummobil. Zauber? Na klar, pass auf. Jetzt geht's los. Das ist das, was ich meinte. Wir stehen auf Barbie. Wisst ihr, warum wir auf Barbie stehen? Weil die sich verdammt nochmal Gedanken machen, wie die ihre Scheiße bewerben. Nice Eigenkompositionen sind einfach der Schlüssel zu perfekter Werbung. Ich fress gerne Pressfleisch aus. Eine Plastikbeutel. Ich liebe Beefy, yeah. Beefy, yeah. Ich tanze im Plattenladen wegen Beefy. Yo, was geht? Beefy hat Biss. Citroën ZX. Jetzt auch als Cut Diesel. Warte, hat der Typ gerade einem Blinden sein Essen geklaut? Citroën ZX. Jetzt auch als Cut Diesel. Nee, noch schlimmer. Der hat ihm das Geld geklaut. ZX. Oder hat er dem was gegeben? Es ist nicht möglich herauszufinden, ob die jetzt da Geld reinlegen oder Geld rausnehmen und wieso zum Teufel setzt der da eine Frau mit einer Augenbinde und warum geht da... Der Michi saut schon sehr wichtig. Ja. Nicht direkt Schönheit. Hm. Enthält neutrale Reinigungssubstanzen und ein Viertel Feuchtigkeitscreme. Wow. Auch als Cremebad und Cremedusche. Oh, schön. Meine Haut ist doch da weicher geworden, ja. Weniger trocken. Meine Haut ist auch weicher geworden. Ich kann es richtig spüren. Ich spüre richtig hart. Schaffen, ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Ich weiß nur, wie heißt darf. Was ich wohl sagen werde. Komm, es ist Zeit für einen Song. Singt, wie geil Sanella ist, Leute. Singt es. Ich hab's schön aus. Warum singt denn keiner? Warum singt denn keiner? Komm, jetzt singt. Vor Freude. Kommt schon. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Ich hätte sofort Sanella gekauft, jetzt hätten die gesungen. Schön war die Zeit. Wüstensand. So schön war die Zeit. So schön war die Zeit. Okay, was ist in dem Kühlschrank drin, Leute? Der ist an normalen Getränken vorbeigegangen, ne? So schön. Aber er wollte jetzt zu dem Kühlschrank da hinten gehen, was eigentlich auch Sinn macht, ja? Wenn du die Wahl hast zwischen total pipi warmen Flaschen, die irgendwie in der Wüste stehen oder in einem Kühlschrank und kalten Getränk. Aber was für ein Getränk ist in dem Kühlschrank? Ich würde sagen, da ist irgendwie so ein Bier drin. Ist das vielleicht nochmal eine Vitamalz wert? Nee, oh, ist das schwer. Ich sag Veltins. Mir fallen keine anderen Biermarken ein, die Werbung machen. Heimatland. Aktiv ist frisch. Ist das eine Abkürzung für radioaktiv? Oh. Leben wie Käfer in München. Natürlich. Kreierte die neue knusperdünne Pizza. Oh. Einzigartig. Auf Stein gebacken. Fantastisch. Von Freiberger. Freiberger Käferpizza. Die mit dem Käfer. Pizza Speziale. Lecker. Knusperdünne. Die knusperdünne. Leben wie Käfer in München. Aber singt die da lebende Käfer in München? Lebende Käfer in München. Nice. Wenn sich Concrafter für eine Tiefkühlpizza entscheiden müsste, dann wäre es die knusperdünne von Käfer. Herr Emmerich, oh. Sie haben uns heute eine bekannte Kornspezialistin mitgebracht. Sie heißt Emma. Und? Emma ist von der Kornqualität der Erfurt Rauffaser begeistert. Moment. Ich will auch Erfurt Rauffasertapete. Wieso habe ich nur diese dumme Scheiß-Rauffasertapete von irgendeiner Marke, die ich nicht kenne? Ich hasse meine Wohnung. Jetzt heißt es dreimal bitte ein Bit. Denn jetzt gibt es auch Bitburger Light. Das erste leichte, das schmeckt wie ein Bitburger. Und Bitburger Drive, das erste alkoholfreie, das schmeckt wie ein Bitburger. Es ist eigentlich so eine Masche, aktuelle Musik zu nehmen, die zu verfremden und dann als Jingle für seine Werbung zu benutzen, damit die Leute das irgendwie mit was Gutem assoziieren. Ist das nicht von den Pet Shop Boys? La, 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 la. Alle guten Dinge sind drei. Ja, Alter, nice. Besonderes. Die wollen die Milf, die wollen die einfach. Starfrucht von Zott. Musik ist der Schlüssel.
Ja, ja, das Wandern ist des Müllers Lust, der Mistkerl. Als ich noch seine schöne Müllerin war, da hat er lieber an mir geknuspert. Knusperjoghurt. Alles Müller, oder was? Was? Jetzt geht's raus ins Grüne! Ja! Jetzt geht's raus ins Grüne und den Spot hatten wir gerade schon. Aber es macht gar nichts, weil wir mitsehen können. Wochenende, Wochenende. Ich hab Bock auf Barbie spielen, aber jetzt hab ich mir weh getan. Aber wir spielen Barbie, weil das macht viel Spaß. Wenn ihr jetzt einen schaumig-cremigen Milchshake wollt, braucht ihr eigentlich nur einen Großvater-Shake. Wow, sorry, sowas unterstütze ich nicht, weil wir wissen alle, Milch. Ist Gift. Kennt ihr schon David der Kabauter? Der lebt hier im Wald, trägt eine rote Zipfelmütze und kann mit allen Tieren sprechen. Hier, in seinem geheimen Buch, da erfahrt ihr alles. Über Pflanzen und Tiere, wie man mit Naturstoffen bastelt. Eine Dampfmaschine oder ein Vogelhaus, ja. Naturstoffe, eine leere Konservendose. Vater Abraham und die Schlümpfe sind wieder da, mit Schlumpfenland Wunderland. Mach's einfach nach, wie ein Papagei. Wie ein Papagei. Auf ins Schlumpfenland Wunderland. Wollt ihr mit mir schlumpfen, einmal richtig schlumpfen? Mit Vater Abraham und den Schlümpfen von Dino. Jetzt mal ganz ehrlich, wusstet ihr, dass Vater Abraham noch weitere Schlumpflieder gemacht hat, außer das Lied der Schlümpfe? Hier ist ein Beispiel für Werbung und Musik, das nicht funktioniert hat, weil diese Lieder waren mir völlig unbekannt. Aber wir können gerne mal reinhören. Of Madame, ja, so ist es. Weißt du, und die Lieder gibt's nicht mal auf Spotify. Nuten waren schon immer die schwersten. Nuten? Was? Deshalb gibt es jetzt einen Computer von IBM, den Sie schon nach 5 Minuten verstehen. Wow, so schnell. Das ist aber schnell. PS1, 5 Minuten und Sie sind im Bilde. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell Computer verstehen würde. Das neue PS1 von IBM. Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie gleich an. Zum Nulltarif. 0130 4567. Mal schauen. Ich würde nämlich ziemlich gerne was dazulernen bei IBM. Hier, 0130. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht. Bitte drücken Sie die 1 und mit der Auskunft 1188. Oh shit, Alter! Okay, die Nummer gibt's nicht mehr, aber was ist denn das für eine krasse Verbindung zur ersten Folge? Die wollten uns mit der 1188.0 verbinden. Das ist eine andere Ebene, Leute. Das ist eine andere Ebene. Ich schwör's euch. Einfach die Meta-Ebene wurde angehoben. Naja, aber schlau wär's schon, wenn man die Umwelt weniger belasten würde. So was Schlaues gibt's? Hier, Kathi. Milch! Der Skip-Baukasten. Ein Baukasten? Grundwaschmittel? Ja. Wasserenthärter, ja. Und Sauerstoffbleiche getrennt. Okay. Was daran so schlau? Ja. Und es gibt Wasserenthärter, sparst du Grundwaschmittel. Okay. Und die Sauerstoffbleiche braucht man nur bei solchen Flecken. Ja. Bei bunten lässt man sie weg. Mensch, dann nimmst du weniger und dann reißt du mehr? Sauber. Skip, perfekte Sauberkeit. 40% weniger. Entschuldigung. Ich als jemand, der so schon große Probleme hat, sich zu merken, bei wie viel Grad ich was waschen muss. Wer hat gedacht, dass das Erfolg hat. Anstatt einfach die Waschmittel so zu produzieren, dass sie nicht der Umwelt schaden, nehmen wir einfach weniger von den Waschmitteln und das in einem... Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es fährt mit der Sicherheit eines Volvo. Der neue Volvo 960. Jetzt informieren. Gut, dann informieren wir uns mal, ob wir wirklich mit einem Volvo durch Wände fahren können. Jetzt verstehen wir aber auch, warum die 1188.0 noch existiert. Wenn du ständig solche Nummern hast, die dann automatisch zur 1188.0 geleitet werden, ist doch klar, dass die Kohle ohne Ende verdienen hier, die Schweine. Ja, da steckt der Dreck der halben Welt drin. Aber zu Hause ist Persil. Und Persil hat die... Alter, dann will ich doch mal sehen, wie der richtig schön den Schiss durchs Gesicht geschmiert bekommt. Ja, da steckt der Dreck der halben Welt drin. Aber zu Hause ist... Ja, da steckt der Dreck der halben Welt drin. Ja, und nicht nur den Dreck der halben Welt, guck dir halt mal an da, ey. Es fließt einfach. Wir kommen zum letzten Clip und wieder dürft ihr in den Kommentaren raten. Am Anfang der nächsten Folge bekommt ihr dann wieder die Lösung auf den Tisch serviert. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Kenne ich. Was ist das nochmal? Oh.